Guck mal, die Zeiten haben sich auch geändert. Wenn du heute 3 Bier trinkst, bist du Alkoholiker. Früher warst du der Fahrer. Kumpel von mir ist kein Witz, eine wahre Geschichte. Der ist Verkehrspolizist in Berlin. Ne? Und ich habe letztens in Berlin gespielt, da war er da, haben wir da ein bisschen was getrunken. Und da hat er erzählt, es war vor 2 Jahren in der Max-Schmeling-Halle so ein riesen Box-Event. Ne? Und da hat er danach so Dienst gehabt, Verkehrskontrolle auf der A100. Und da ist so ein prominenter Boxer in diese Radarfalle gerast mit 140, da war nur 100 erlaubt. Haben sie ihn rausgezogen, ne? Und der war direkt auf 180. Der so, was ist denn los, hier braucht ihr Geld, hat mit 500-Euro-Schein rumgewedelt, so ein Poser. Und mein Kumpel dann so, jetzt machen wir, atmen wir mal durch, jetzt brauche ich von Ihnen Führerschein und Papier. Und der so, Alter, willst du mich verarschen? Du weißt doch, wer ich bin, ne? Direkt so freiliegende Nerven. Der so, ruhig durchatmen, ich brauche Führerschein und Papier. Und der so, wenn du mich hier verarschen willst, wir können ja mal einen Boxkampf machen. Da sagt mein Kumpel, wir können auch mal ein Diktat schreiben.